Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Harvest Neue Augen. Bewertet den Part und viel Spaß! Heiz bis zu 5 Gegnern ein. Das kann ich alles nicht mehr machen. Feuerattack auf 2 Gegner. Okay. Denk ich. Denkst du. Nice. Oh, der eine Harvey hier, Alter. Huh! Jedenfalls geheilt. Okay, Moment. Ich kann ja hier. Bis zu 5 Gegnern. Hä? Hatte ich nicht die Combo-Attacke drin? Grenzpost schützt bis zu 3 HWs. Mit wem ist das? Mit ihm. Ich würde das einmal machen. Zwar würde ich den gerne schützen. Den und den, weil die halt so low sind. Oder hat das jetzt nicht funktioniert? Achso, er ist... Oh, nee. Ich will dich einmal bitte auf meiner Seite haben. Oder auch nicht. Okay, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich will. Okay. Okay, erstmal healen ihn hier. Damit er wieder Leben hat. Spinne schützt wieder vor Dings. Schussattacke. Rauschzustand. Raus? Ach, toll, kann ich nicht nutzen. Schade. Lässt den HW zuschlagen. Okay, ich schlag erstmal ihn hier weg. Irgendwie. Schussattacke mit doppeltem Schaden. Okay. Feuerattacke auf 2 Gegner. Doch nicht. Ja, wieso denn nicht auf 2 Gegner? Es stand doch auf 2 Gegner, oder nicht? Egal, ich baller ihn jetzt weg. Ja, ich weiß, dass ich nur Combo starten kann, wenn derjenige nicht blockiert ist. Ich hab das eben nur nicht gesehen, dass der blockiert war. Für den habe ich noch frei, ne? Schütze bis zu 3 HWs. Der Schallmauer. Habe ich ihn nicht mehr? Okay, Nahkampf mit doppeltem Schaden. Ah, schade, fast besiegt. Okay. Schuss mit doppeltem, lässt den HW zuschlagen. Spinne ist weg. Sehr gut. Sehr gut. Würde gerne den HW schützen. Jetzt einmal bitte ihn heilen. Okay. Nice. Das kriege ich hin. Dürfte ich eigentlich packen. Den habe ich nicht mehr frei. Ihn habe ich auch nicht mehr frei. Okay. Sehr gut. Ihn habe ich noch frei. Greif mal deine Mitstreiter an. Okay. Nice, ein weiteres besiegt. Wie heißt du eigentlich? Oder soll ich dich einfach Todoki nennen? Du kannst mich entweder Doki oder Maxi nennen. Ist eigentlich egal. Scheiße, ich hab grad nicht... Oh, verdammt. Ich hatte die Combo gar nicht ready. Shit. Heilt ein HW. Ja. Ich würde ihn einmal gerne selber heilen, genau. Hätte noch eine Combo. Ich spelle ihn jetzt weg. Nice, okay. Ja gut, dann würde ich sagen, einfach nur noch auf ihn. Und dann haben wir es, Leute. Dann haben wir es. Schön. Wieso mache ich da eigentlich noch die Combo-Attacke? Heilt bis zu 5 Gegnern ein. Ja, brauche ich ja nicht. Ja, mehr Schaden. Was? Ach, ich hatte die Combo wahrscheinlich wieder nicht ready, oder? Einfach angreifen. Einfach angreifen, einmal noch. Bam! Du hast nice. Gewonnen. Yippie! Nein, Schachmatt. Das kann nicht sein, du verfluchter Hase. Du solltest doch aufpassen, dass sie sich an die Regeln hält. Sie kann hier doch nicht einfach tun und lassen, was sie will. Doch. Na klar, Randale. Aber wir brauchen Regeln. Sonst. Sehr nice. Nice, Leute. Nice.
Yeah. Geil, wir haben alle Blockaden aufgehoben. Nice. Die Blockaden der Oberin waren beseitigt. Hatte Lilly einen Fehler gemacht? War die Oberin jetzt wieder so streng und bösartig wie zuvor? Doch noch als Lilly das dachte, begann die Oberin bitterlich zu weinen. What? Danke, Lilly. Ich hatte ganz vergessen, was es heißt, ein Kind zu sein. All diese ungerechten Regeln. All diese Verbote. Oh, Lilly. Was habe ich euch nur angetan? Bravo, Lilly. Wir haben sie da, gute Frage, wo wir sie haben wollten. Jetzt nimm ihr das Messer ab, damit du uns endlich losschneiden kannst. Wo ist das Messer? Hasenstark, alles klar. Ich bin Anna, aber kannst mich auch ruhig Keks nennen. Alles klar. Ja, ich guck mal, wie ich dich nenne. Zwischendurch Anna mal Keks, weiß nicht. Wird bestimmt auf beides hinauslaufen. Die Oberin war nicht ansprechbar. Wie sollte Lilly ihr nur das Messer abnehmen, solange sie so bitterlich weinte? Hier. Der ist aber süß. Meinst du, ich könnte den auch mal halten? Na klar. Aber Lilly, was hast du vor? Willst du mich wirklich der Oberin überlassen? Ich meine, sie könnte schon ein wenig Schwung in ihrem Leben vertragen, so wie sie aussieht. Aber ich dachte, wir zwei sind jetzt Freunde. Wir können doch noch so viel ausprobieren. Lass uns doch lieber noch ein paar Dinge anzünden. Oder mit Edna quatschen. Oder uns irgendwas Verrücktes aus Gegenständen zusammenbasteln. Oder willst du mich wirklich der Oberin schenken? Noch nicht. Hey, ich esse gerade Kekse. Was, Flo? Oh mein Gott. Kannst du das nur tun? Hey, Kumpels! Und niemals sollst du tun und lassen, was du willst. Was sind das denn für Vögel? Wie kann man nur so gut aussehen und trotzdem so bescheuert sein? Ja, gute Frage, Harvey. Klopf, klopf. Wer ist da? Garrett. Garrett wer? Gerettet werden nur coole Leute. Der war gut. Ey, komm, der war echt gut. Harvey, bist du es? Edna! Ja, ich bin's. Ich bin wieder der Alte. Nein. Besser noch, ich bin der neue, verbesserte Harvey. Guck mal, ich hab diese neue Schnur. Zieh mal bitte dran, Lilly. Du sollst dir die Fußgeräusche nicht bis nach dem Essen aufsparen. Na, ob das eine Verbesserung ist? Du hast ja noch nicht nach dem Essen angezogen. Ach, Harvey, du bist wirklich wieder ganz der Alte. Claro, clarissimo. Aber du wirkst ein bisschen eingerostet. Hast du einen neuen Hut? Ich bin gefesselt, Harvey. Ach so. Seit wann regst du dich über solche Kleinigkeiten auf? Da sind wir doch nun wirklich schon mit Schlimmerem fertig geworden. Eben. Also hilf Lilly, uns hier rauszuholen, okay? Sie ist wirklich sehr gut in sowas. Sie ist meine beste Freundin. Ha! Hättest du wohl gern. Lilly ist nämlich meine beste Freundin. Habt ihr es bald? Wenn es euch nichts ausmacht, sollten wir Lilly hier lieber einen Weg nach draußen finden lassen, bevor der Doktor wiederkommt. Bevor der Doktor wiederkommt? Ja, ja, schon gut. Spielverderber. Alter, ey, was? Ist ja geil, ey. Zieh mal meine Schnur. Aha, wirklich? Wirklich? Aha. Oh, Lilly. Wie soll ich das je wieder gut machen? Kannst du nicht. Du willst jetzt sicher eine Gegenleistung. Richtig? Wäre nett. Ja, so ein Messer vielleicht. Ich habe leider nur dieses Messer. Ist okay. Weißt du, es wäre angemessen? Aha. Wunderbar. Danke für alles, Lilly.
Kein Ding. Gut gemacht. Wenn du so weitermachst, könnte ich mir vorstellen, dich irgendwann als Deputy einzustellen. Oder ich dich als Kosmonautenassistentin. Was noch viel lässiger ist als Deputy. Wie auch immer. Schneid uns bitte schnell los. Dann sehen wir weiter. Ich habe schon längst einen Plan. Ihr kennt doch sicher die Geschichte von dem Mädchen, das damals aus Dr. Marcells Anstalt geflohen ist. Dasselbe Mädchen, das sie noch in derselben Nacht die Treppe hinuntergestoßen hat? Nun, ich habe es euch nie verraten. Aber dieses Mädchen war ich. Was für eine Überraschung. Ja, und darum kenne ich mich hier auch bestens aus. Hinter dem Polster dort liegt der berühmte Lüftungsschacht, durch den ich damals geflohen bin. Wir werden im Nullkomma irgendwas in der Freiheit sein. Dazu müssen wir zwar an Dr. Marcells Büro vorbei, aber... Lilly? Hast du irgendwas? Nun komm schon, Lilly. Schneid uns endlich los. Was soll das? Du wirst doch keine Dummheiten machen wollen, oder? Lilly, wohin gehst du? Lilly! Lilly! What? Kann ich nichts anderes machen? Was? Einen Moment mal. Ich kann nicht mal speichern? Was? Okay. Willst du das wirklich tun? Jo. Vortrefflich. Ich wusste gleich, dass du gefährlich bist. Die anderen Kinder, das waren Unfälle. Aber nun stehst du hier mit einem scharfen Messer. Rauf und dran, einen wehrlosen alten Mann zu töten. Du fühlst dich vielleicht gesund, aber in Wahrheit bist du krank. Sehr krank. Du brauchst meine Hilfe. Du glaubst mir nicht, richtig? Nee. Du denkst, du tust das alles Edna zuliebe. Oh, Lilly. Es gibt da etwas, was du über deine Freundin wissen solltest. Sie existiert nicht. Es gab mal ein Mädchen namens Edna. Wahrscheinlich hast du von ihr gehört. Aber das Mädchen, das du kennst, ist nichts weiter als ein Produkt deiner Fantasie. Ein Ausbruchsversuch aus dem freudlosen Klosterleben. Du glaubst, dass ich lüge, nicht wahr? Denn es gibt da noch jemanden, der Edna sehen kann. Lass mich raten. Ein hoher Geistlicher? Nein. Ein Polizist. Richtig? Die Manifestation einer höheren Autorität. Als du Edna in Gefahr wähntest, hat dein Unterbewusstsein auch ihn erfunden. Als Legitimation. Dich über die Regeln der Oberen hinwegzusetzen und deiner Freundin zur Hilfe zu eilen. Frag sie doch selbst. Sie sind hier. Sie sind ein Teil von dir, Lilly. What? Oh, Lilly. Es tut mir leid. Der Doktor hat recht, Lilly. Wir sind nur eine Einbildung. Jetzt leg das Messer weg. Das Spiel ist aus. Wunderbar. Endlich kennst du die Wahrheit. All die Gründe, die dich hierher geführt haben, mitten in der Nacht, bewaffnet mit einem Messer, nichts davon war real. Leg das Messer auf den Schreibtisch. Ich werde dich sofort hypnotisieren. Nur meine Therapie kann dich heilen. Ihr habt leider recht, Lilly. Tu es nicht. Leg das Messer weg, Lilly. Sei ein braves Kind und tu, was man dir sagt. Lilly war den Tränen nahe. Sie hatte gerade erst gelernt, nicht immer alles zu tun, was man ihr sagte. Und jetzt sollte das alles falsch gewesen sein? Während die anderen auf sie einredeten, wurde eine weitere Stimme immer lauter. Eine Stimme, die ihr sagte, mach weiter, mach weiter. Tu es nicht, tu es nicht, tu es nicht. Leg das Messer weg. Tu, was man dir sagt. Kann ich speichern? Okay, Leute, ich kann nicht speichern. Stich ihn ab, er soll grauenvoll abgestochen werden. Alles klar, Flo. Was ist denn mit dir? Gönn dir. Ich bin gerade überlegen, ob ich... Einfach ich... Ich denke, auf widersprechen. Mach weiter. Tu es nicht. Tu es nicht. Tu es nicht. Leg das Messer weg. Tu, was man dir sagt. Stopp. Mach weiter. Tu es nicht. Tu es nicht. Tu es nicht.
die das tut. Stopp! Mach weiter! Okay, Flo. Tu es nicht. Tu es nicht. Tu es nicht. Das bist aber ein Lieber. Tu was, Mann. Gut, Lilly, gib's ihm! Das gilt für alle! Die ganze Zeit habt ihr mich nur rumkommandiert! Lilly tut dies, Lilly tut das! Check mal was! Ich bin doch nicht euer Beppo! Und du, Doc, wenn du mich immer noch hypnotisieren willst, lern erst mal wieder laufen! Denn das ist das, was ich jetzt tun werde! Deine Therapie ist der letzte Rotz! Komm erst mal selber klar, Appa! Lilly zeterte noch weiter, bis sie heiser war. Schließlich machte sie sich erschöpft, aber auch erleichtert auf den Rückweg. Zum ersten Mal im Leben tat sie, was sie selbst für richtig hielt. Dies war vielleicht nicht das fröhliche Ende, das ihr erwartet hattet, aber die Moral von der Geschichte... Du hältst auch endlich die Klappe! Hier gibt es keine Moral, verstanden? Ende! Was? Alles klar, Alter. Und bitte lass es automatisch gespeichert haben vor dem Ende. Ich will noch die anderen Endings sehen. Das letzte Mal, als ich gespeichert habe, war... Ui. Zu meinem letzten Stream. Kacke. Okay. Was? Er ist nicht tot? Nee. Irgendwie nicht. Ich sehe, du brauchst etwas Trost, denn... Du hast dir das Schade. Knie aufgekratzt. Wahrscheinlich kann ich das überspringen? Das Outro? Ja, kann ich! Na, wer wird denn gleich weinen, mein Schatz? Lol. Cool! Denn in entscheidenden Momenten hab ich immer Nadel und Faden. Einmal überspringen. Klick, 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 klick. Das werden wir gleich haben. Das wächst wieder zusammen. Es lässt sich alles nicht schon so gut wie geschehen. Also reiß dich zusammen. Thanks for playing. The Bean, Mann! What? Du wolltest wieder den pinken Schleim sehen? Nein! Das letzte Mal, was ich gespeichert habe, war hier! Oh, fuck! Ja, das wird nichts mehr, Flo. Es wird nichts mehr. Aber ich hoffe, das Spiel hat euch gefallen. Das ist geil, Alter. Das ist geil. Es hat Spaß gemacht. Es gibt witzige Stellen. Es ist kürzer als Edna bricht aus. Definitiv um einiges kürzer. Ich glaube, warte mal. 9 Parts circa da. Nochmal hier nur. Ich glaube, es ist nur 20 Parts lang oder so, das Spiel. Krass. Ja, ist aber ein geiles Spiel. Es ist witzig as fuck. So viele gute Jokes. So viele witzige Momente. Die Rätsel sind auch um einiges sehr geil. Finde ich. Oh ja, das war's mit Harveys neue Augen. Geil. Haha, schön.